Schnelligkeit macht oft den Unterschied im Profifußball aus. Im folgenden Video zeige ich dir ein paar Dinge, die du trainieren kannst, um deine Schnelligkeit zu verbessern. Es gibt Statistiken, die belegen, dass der große Unterschied zwischen erster und zweiter Bundesliga tatsächlich die Schnelligkeit ist. Schnelligkeit brauchst du, um Sprintduelle zu gewinnen, um 1:1 dich durchsetzen zu können und auch, wenn es darum geht, im Kopfball schneller am Ball zu sein als dein Gegner, hier eine Durchsetzungskraft zu haben. Wir in der Fußballtalententwicklung arbeiten hier mit visuellen Signalen. Du siehst hier auf dem Bildschirm, wie sich die Farben ändern. Und jede Farbe bedeutet eine Reaktion. Könnte sein, ein Schritt zur Seite, ein Schritt nach vorne, ein Schritt diagonal. Das Ganze natürlich rechts und links oder auch mit dem Ball. Dadurch triffst du einfach schnellere Entscheidungen, wenn du vor deinem Gegner stehst, wie du den Ball annimmst, wie du den Ball übernimmst oder wie du ihm den Ball einfach auch abnimmst. Dein Nervensystem braucht dafür genau zwei Dinge. Es darf sicher sein, dass du nicht fällst und du solltest immer in der Lage sein, eine hohe Geschwindigkeit auch abbremsen zu können. Deswegen trainieren wir immer zwei Dinge. Das eine ist, in einer schrägen Position dein Gleichgewichtsorgan zu trainieren. Dazu nimmst du eine Box. Du stützt dich auf der Box ab, fixierst vor der Box am Boden einen festen Punkt und veränderst deine Kopfposition. Wenn du das für 20, 30 Sekunden gemacht hast, dann aufstehst und in einen Sprint gehst, wirst du merken, dass du deutlich schneller sein wirst. Dein Nervensystem merkt einfach, ob du in einer Schräglage bist. Und wenn du das nicht gut kontrollieren kannst, hast du, und das merkst du gar nicht bewusst, Angst zu fallen. Und das ist das größte Hindernis, um wirklich Geschwindigkeit aufzunehmen. Nämlich im Antritt lehnst du dich nach vorne und musst hier mit der Kraft in den Vortrieb gehen. Das solltest du in jedem Fall trainieren. Der zweite Punkt ist, wie du entsprechend abbremsen kannst. Heißt, wenn du beispielsweise parallelständige Sprünge machst, in das Abbremsen zu gehen am Ort. Was aber natürlich passiert, wenn du sprintest, ist, du bist im Vortrieb. Deswegen, wenn du parallelständig arbeitest, nach vorne abzubremsen und, dann wird es noch realistischer für dein Training, du arbeitest auf zwei Beinen springend und stabilisierst auf ein Bein. Das sind einfach mal Basisübungen, die wir mit allen unseren Athletinnen und Athleten durchführen. Umso schneller du in der Lage bist, abzubremsen, umso schneller kannst du die nächste Entscheidung zu treffen. Entweder weiter zu sprinten oder den schnellen Richtungswechsel zu vollziehen. Und genau das brauchst du im Fußball. Abbremsen, Richtungswechsel und es geht weiter. Das ist die Basis, die absolute Basis. Was wir auch gerne im Training trainieren, ist Explosivität. Und zwar Explosivität, um explosiv aus der Hüfte heraus beschleunigen zu können. Genau das brauchst du im Sprint. Du startest in so einem Ausfallschritt. Das hintere Knie ist leicht gebeugt. Und was du machst ist, du machst einen sogenannten Wechselsprung in der Luft. Du siehst, ich bin gelandet, mein Knie war noch relativ weit weg vom Boden. Was ich jetzt mache ist, ich versuche mit meinem Knie deutlich tiefer zu landen. Und genau darum geht es. Wie tief kannst du landen und noch Kontrolle in deiner Muskulatur haben? Was wir zusätzlich machen, um die Explosivität zu steigern, ist, wir arbeiten mit einem Widerstandsband. Hier geht es darum, genau das brauchst du im Sprint, explosiv deine Hüfte strecken zu können. Jetzt kannst du versuchen, noch eine Sprunggelenkskomponente damit zu nehmen. Heißt, du versuchst, die Ferse am Boden stehen zu lassen. Und du merkst, dass ich hier in der Streckung bin. In der Streckung des Knies und der Hüfte. Genau das brauchst du, um tatsächlich auf dem Platz die maximale Performance im Vortrieb zu bringen. Alle drei Komponenten gehören definitiv in ein Explosivitätskrafttraining für dich als Fußballer. Natürlich macht es nicht Sinn, irgendetwas durcheinander zu machen, sondern es ist immer wesentlich, dass du wirklich das entsprechende Trainingsprogramm hast. Sprich, du musst das Ganze mit deinem Fußballtraining auch in deiner Trainingsroutine pro Woche umsetzen. Und dafür haben wir die Lösung für dich entwickelt. Nämlich abgestimmte Trainingspläne, die Explosivitätskraft enthalten, die du kombinieren kannst mit deinem klassischen Mannschaftstraining und auch deinen Spielen am Wochenende. Wenn du vielleicht selber noch nicht so schnell bist und körperlich noch nicht so athletisch bist, solltest du dir das folgende Video von Iniesta anschauen. Da haben wir eine Analyse gemacht, wie du durch taktische Raffinesse deine Gegenspieler immer noch um den Verstand spielst.